Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Cities in Motion 2. Ja, die letzten zwei Folgen waren super spannend und abwechslungsreich gewesen, weil ich habe ja die ganze Zeit an einer Buslinie noch die Fahrpläne eingestellt. Ist immer noch nicht optimal gelöst. Ich werde das aber jetzt erstmal verwerfen. Und dachte mir, wir machen jetzt einfach mal die eine Quest hier von dem Archäologen. Der möchte nämlich, dass wir eine U-Bahn-Linie einrichten. Weil die kommen an irgendwas nicht ran und dürfen auch nicht ran. Und da hat er uns halt gebeten, ob wir da einfach eine U-Bahn-Linie bauen, damit die da auch buddeln dürfen. Ich lese mal vor. Hier ist Professor Malmsdorf vom Archäologischen Institut. Wir haben direkt unter Ihrer Stadt einen wichtigen archäologischen Fundort lokalisiert, kommen aber wegen der verfluchten Planungsbestimmung nicht dran. Hier ist unser Vorschlag. Sie richten eine neue U-Bahn-Linie ein und wir nutzen die Bauarbeiten, um die Geheimnisse verlorener Zivilisation zu entschleiern. Da helfe ich doch gerne dabei. Ziel ist Wohngebäude. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass wir, das ist glaube ich ein Nachtclub, ich habe mir das schon mal ganz kurz angeschaut. Das ist ein Nachtclub, dass wir das hier abreißen sollen und da dann eine U-Bahn-Station einfach hinbauen. Und dann vielleicht hier noch eine hin und da müsste das eigentlich hinhauen, wenn wir das miteinander verbinden. Hoffe ich zumindest, dass es reicht, wenn wir hier ein Depot hinbauen und der nicht will, dass wir da Gleise hinbauen. Das dürfte ja beides rum wie num sein eigentlich, müsste ja beides funktionieren. Dann machen wir das erstmal. Ein Gebäude errichten und ich werde erstmal so ein Basisding bauen. Bin ich richtig jetzt gewesen? Basis-U-Bahn-Depot, ja, passt. So hier einfach würde ich sagen. So, da ist der Club jetzt nicht mehr vorhanden und jetzt müssen wir noch ein zweites Depot bauen. Dann müssen wir am besten mal in die Datenkarte gucken, dass wir es wenigstens halbwegs sinnvoll machen. Gebäude. Also das jetzt hier, ne? Ja. Also hier scheint sehr viel Wohnung, Arbeitsplätze zu sein und auch ein bisschen Freizeit, aber Wohngebiete sind ja fast gar nicht. Ich würde ja fast sagen, hier sind ein paar Wohngebiete. Ich würde das jetzt nicht so groß ziehen. Ich würde erstmal dann hier ein Depot hinbauen. Vielleicht hier hin am besten. Da müssen wir wahrscheinlich die Straße abreißen, denke ich fast. Und da hätte man dann ungefähr eine halbwegs sinnvolle Verbindung erstmal. Man kann das ja später dann immer noch ausbauen. Aber ich fange jetzt erstmal kleiner an lieber. Nicht, dass mich dann wieder in irgendeinem Mist verstricke. Okay, probieren wir es mal. Bauen. Das wird wahrscheinlich noch nicht hinpassen. Ich denke mal, dass ich etwas abreißen muss. Ja, die Brücke will ich nicht abreißen. Ich würde, oder hier, geht das? Nicht genug Platz. Na gut, dann muss ich planieren. Oder wir planieren die Straße hier weg. Ah ne, dann mache ich das große aus. Ich fange mal hier an. Ich mach das mal weg, vielleicht passt das ja jetzt schon. Nope, okay, dann müssen wir noch mehr wegplanieren. Ja. Aber ist halt jetzt, ist halt für einen guten Zweck, dass ich das jetzt hier mache. So, Gebäude einrichten. Was ist U-Bahn-Depot? Jetzt passt, sehr gut. So, ich muss mal gucken, die Linie geht da nach vorne raus, wenn ich das richtig sehe, ne? So, bauen wir einfach mal. Und jetzt hoffe ich, dass ich das verbunden bekomme. Bauen wir mal Basis-U-Bahn-Gleis, so. Also ich hätte das schon gerne, dass das in zwei Richtungen jeweils geht. Ich könnte natürlich so ein großes bauen, aber das kann man ja später immer noch ausbauen. Ich denke, das ist erstmal okay so. Also nochmal, U-Bahn ist schon eingestellt, U-Bahn-Gleis, zwei Gleise, die jeweils verschiedene Richtungen gehen. Okay, ich mache mal Untergrundansicht. Ich glaube, das ist angenehmer. So, wir müssen das jetzt da vorne hinkriegen. Das ist schon ganz schön weit. Ich hoffe, das geht. Also man muss das direkt dann okay zu der Straße erst machen. Okay, ich verstehe. So. Können wir jetzt auch so machen? Nein, geht leider nicht. Könnte man eine Kurve machen vielleicht? Ah, das würde gehen. Cool, aber wir machen erstmal gerade weiter, würde ich sagen. So. Es würde vielleicht jetzt immer die Datenkarte nochmal anzumachen, zu gucken, wie man es am besten zieht, aber ja. Ich mache jetzt erstmal so. Nur bis hier hin, dann hier eine Kurve, bitte. Hier weiter. Das scheint ja erstmal gut zu funktionieren. Ich hoffe, wir kriegen das dann gut miteinander verbunden. Huch. Und so macht das, denke ich, auch ein bisschen mehr Sinn, weil wir da nicht, ja, weil da ein bisschen mehr Abstand zwischen den Straßen ist. Würde ich das jetzt einfach noch ein bisschen weiterziehen, die Richtung hier, das gefällt mir echt ganz gut. Da machen wir, hier ist eine Hauptstraße, hier sollten wir auch noch ein U-Bahn-Dings bauen. Können wir das dann hier lang bauen? Das muss ich mal testen, ob das geht, das weiß ich noch nicht. Können wir das jetzt von hier schon ausprobieren?
Okay, dann versuchen wir das jetzt mal miteinander zu verbinden. Könnte man denn, hier ist ja Wasser, würde das auch gehen? Ah, das geht auch da über Wasser, okay. Ja gut, macht Sinn, klar. Kostet wahrscheinlich einfach nur mehr oder so. Weil dann kann ich ja das auch noch weiter ausbauen hier. Ne? Aber das machen wir dann später. Ich denke, so schlecht ist das erstmal gar nicht. Ja, das geht hier lang, ne? Wo ist das, die Brücke? Ah, ne, hier ist das Gleis. Wo hab ich denn das jetzt hier? Hier, hier. Okay, also muss ich jetzt hier... Ich baue erstmal runter. Machen wir es so. 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 Und jetzt das miteinander verbinden. So geht das nicht. Dann machen wir bis hier hin. Oh, ist das dann verbunden? Sehr cool. Komme ich besser klar mit dem Kurven bauen. Okay, jetzt hier nach oben. Ja, das dauert halt ein bisschen. Wir müssen ja dann auch noch die Haltestellen machen, aber ich will jetzt ja erstmal, dass das klappt. Ich werde mal von hier ansetzen. Oh, hoffentlich kriege ich das hier hin. Oh nein, oder? Hier geht's nicht. Das muss aber hier raus, ne? Ah, doch, geht. Oh, bin ich ja beruhigt. Halt. Halt, halt, halt. Ganz ruhig. So. Der kann da nur ein Gleis lang bauen. Wieso baut der da nur ein Gleis lang? Na egal. Ich mache jetzt erstmal. Ich muss ja irgendwie erstmal vorankommen. Okay, ich muss das ein bisschen weiter so hier einfach. Dass ein Gleis baut, das irritiert mich ein bisschen, um ehrlich zu sein. Jetzt sind zwei Gleise, okay. Das war einfach jetzt nur so gerade gewesen. Hier müssen wir hin. Okay, dann baue ich erstmal hier lang. So, dann eine Kurve irgendwie wieder. So. Muss jetzt hier mal ein bisschen schneller gehen. So. Ah, ist dunkel geworden. Wieso haben wir denn kaum noch Geld? Habe ich jetzt schon so viel ausgegeben für die U-Bahn? Ich dachte, wir hätten viel mehr gehabt. Ah, die U-Bahn-Gleise kosten übelst viel. Huch! Ja, dann müssen wir mal gucken, ey. Nicht, dass ich jetzt hier gleich pleite bin. Scheiße. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir hatten irgendwie 70.000, 80.000 erst gehabt. Na gut, muss jetzt trotzdem Haltestellen noch bauen. Eieiei. Da habe ich jetzt überhaupt nicht aufs Geld geachtet. U-Bahn-Station. So, die müssen wir jetzt immer direkt an die Straße bauen. Ich weiß nicht, könnt ihr in das Depot einsteigen? Nee, ne? Oder zählt das auch als Haltestelle? Ich probiere es einfach mal aus. Ich gehe mal hier auf, hier war das, glaube ich. So, U-Bahn. Ist das hier? Neu erstellen. So, Haltestellen zufügen. Zählt das als Haltestelle? Ja, okay, gut. Dann reicht das ja, wenn wir dann hier irgendwo eine hinbauen dann. Ah, das ärgert mich ja jetzt, dass das so teuer ist. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Da hätte ich da leicht nicht so einen großen Abstand genommen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass das Gewinn einspielt. Ansonsten Arschkarte. Huch. So, Gebäude errichten. Ich baue jetzt erstmal nur diese U-Bahn, normalen U-Bahn-Station. Bauen wir hier eine hin. Ah, wir müssen ja zwei Richtungen eine bauen, ja. Das mache ich jetzt aber auch gleich. Das wird teuer. So. Ah, die haben einen ziemlich großen Radius, kommt mir zumindest so vor. So. Ja, mach mal hier. So. So. Eieieiei, wir haben dann kein Geld mehr. Oh, das ärgert mich ja jetzt. Was denn jetzt? Haltestelle, ach so, ich muss das hier hinbauen, ja. Ist okay. So. Hoffentlich, wenn das kein Gewinn abwirft, habe ich... Na gut, ich kann noch einen Kredit aufnehmen. Ne? Aber ich hatte jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, dass das so teuer ist. Aber klar, die müssen halt die Tunnel machen und so. Ein U-Bahn ist halt ein bisschen teurer als ein Bus oder so, logisch. Weil es ja viel mehr Aufwand ist, das zu verwirklichen. Ja, mache ich hier mal noch. So. Ich muss ja noch U-Bahn kaufen. Weiß nicht, ob ich mir das dann jetzt leisten kann überhaupt. Verdammt. Transportfenster. Scheiße. Depots. Depot 1. Fahrzeug kaufen. Ah, okay, es geht noch. Ja, ich kaufe erstmal zwei solche hier. Wie viel passen da rein? Kaufpreis 2500, Servicequalität 50%, klein 60 Plätze. Ich kaufe mal zwei Stück. Ist ja egal, welches Depot ich die reinhaue. Ich hau die jetzt einfach beide in U-Bahn-Depot 1 rein. Kaufen. Das hätten wir.
Und jetzt muss ich noch die Linien verbinden. Transportfenster. Ja, aber ich. Ne, zu den Depots will ich gerne. Hier, Depot 1. Depot 2 haben wir schon verbunden. Ne, Depot 1. Wo war denn das jetzt nochmal? Namen bearbeiten, Fahrt. Nein, hier war das nicht gewesen. Ich bin falsch. Hier ist das irgendwie. Das war beim Transport. Ach, Linien. Ja. Ich hab's ja jetzt. So. Linie 1. Okay. Ach Gott, ey. Haltestellen hinzufügen. So, wir haben die schon markiert. Die fährt jetzt also hier los. Okay, die Haltestelle. Dann hier lang. Ah, habe ich hier keine mehr gemacht? Nee, okay. Oh, hoffentlich bringt das Gewinn. Ich sollte vielleicht mal pausieren, aber naja. Egal. Nur falls nehme ich dann Kredit auf. So. Hoffentlich geht das jetzt wieder zurück. Sehr gut. So. Naja, da sind wir auch gleich broke. Aber solange den Archäologen da geholfen ist, vielleicht finden die ja irgendwas super Wertvolles. Aber ich meine, wir kriegen ja auch eine kleine Belohnung, wenn wir die Quest gelöst haben. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt reicht. Nicht, dass wir da irgendwas jetzt fehlt oder so. Prächtig, nur noch mein Hut und die Peitsche, dann bin ich auch schon weg. Ein neues Abenteuer ruft. Weitere uralte Geheimnisse warten. Ich danke Ihnen. Cool. Und gleich mal noch so ein Wink mit dem Zaunfall Richtung Indiana Jones. Aber warum nicht? So, geil. Das hat ja schon mal funktioniert. Wir haben auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir ein bisschen Gewinn mit der U-Bahn machen, weil wenn nicht, dann Arschkarte. Jetzt muss ich ja erstmal den Fahrplan eigentlich ein bisschen bearbeiten, ne? Ich guck mir das erstmal an jetzt hier. Transportfenster. Linie 1. Fahrplan bearbeiten. Ich muss das ja eigentlich jetzt erstmal hier beobachten, ne, wie das abläuft. Jetzt ist gerade nachts, das ist eh scheiße. Ich mache erstmal schnell, dass ich Tag sehe. Weil momentan, ja, die Leute müssen sich erstmal darauf einstellen, dass jetzt hier eine U-Bahn-Linie ist. Aber immerhin habe ich sie schon mal erfolgreich gebaut. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Das freut mich ja schon mal, dass das überhaupt geklappt hat. Ja, momentan fahren noch nicht so viele damit. Aber auch nachts mit der U-Bahn fahren, ne? So, jetzt einer eingestiegen. Boah, mal gucken. Also nachts fährt viel zu viel. Nachts können wir schon mal umstellen. Ich mache mal normales Spieltempo. Ja, Transportfenster ist schon richtig. Linien. So. Fahrplan bearbeiten. Also wir gehen erstmal nachts. Fährt die nämlich viel zu oft. Dann machen wir mal Intervall. Nur eine Uhr erstmal. Damit kann ich leben. Und wir können auch schon werktags ganz anders einstellen, denke ich. Intervall. Machen wir erstmal sehr viel höher. Machen wir mal alle 3 Stunden werktags. Fährt 6 und 7 Uhr eine, dann 9 Uhr eine, 12 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr. Das ist dann zur Primetime 21 Uhr. Ich lasse das erstmal so. Was ist denn für ein Tag? Mittwoch. Wochenende können wir dann immer noch machen. Ich lasse das erstmal jetzt so. Ich hoffe auch, dass jetzt die Qualität ein bisschen besser ist. Vom Textlesen her. Ich habe jetzt meine Render-Methode nochmal ein bisschen überarbeitet und hoffe, dass YouTube da ein bisschen besser mit klarkommt. Das werden wir dann sehen. Ob das jetzt dann besser ist, beziehungsweise ich werde es dann sehen, wenn das Video oben ist. So, ich mache wieder schnell. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also hier stehen 2. Hier steht 1. Ja, aber es ist mitten in der Nacht. Und deswegen schicke ich jetzt keinen los, ne? Hat ja auch eine Comments geschrieben, ist ja aber auch logisch. Neue Quest. Hallo, ich bin Paul Meister, Student an der Uni. Ich muss die in einer Sache sprechen. Den Studenten wurde schon vor Jahren eine neue U-Bahn-Linie versprochen. Das hat wohl irgendjemand vergessen. Oh, wir brauchen die Anbindung aber immer noch. Da sie nun verantwortlich sind, können sie sich vielleicht darum kümmern. Uns ist alles recht, solange es billig ist. Ja, Studenten. Ja, richten sie eine neue Linie ein, Gymnasium. Okay, ist aber keine Uni, ne? Okay, aber wenn das in der Nähe ist, ich guck mal, wo es ist. Das ist in der Nähe, geil, ne? Das können wir ja dann mal machen. Das können wir ja dann mal machen, die Quest. Aber wir kriegen ja kaum was dafür. 1100 nur. Naja. So, jetzt sind 5 Leute da drin, die fahren immer noch viel zu oft. Also das Ding sollten ja wenigstens, weiß ich nicht, so 20 Leute Minimum immer drin sein. Tagsüber zumindest, denke ich. Wir können auch mal auf die Linie klicken, was die momentan an Geld bringt. Ging das nochmal? Hier.
Wocheneinnahmen 50, Wochenausgaben 360. Ja gut, aber es ist ja jetzt noch, ja. Vielleicht gibt es die Linie jetzt ja noch nicht. Ich kann auf jeden Fall den Fahrplan noch ganz anders einstellen. Jetzt sind da 4, jetzt werden es aber schon mehr. Die wird jetzt ein bisschen voller. Sind jetzt schon 8 drinne? Jetzt müssten, okay, 7, 5. Wie lange fährt denn die insgesamt? 3 Stunden. Auf jeden Fall machen wir nicht minus großartig, habe ich das Gefühl. Wie sieht's denn aus? Nettovermögen 11.700. Aber hier steht nicht, was wir plus machen, ne? Muss ich wahrscheinlich Statistikfenster irgendwas gucken. Ja, also wir können die Intervalle, glaube ich, noch ein bisschen höher einstellen. Aber ich kann mir vorstellen, guck mal, dass das nähert sich langsam an hier ein bisschen. Ich glaube fast, dass ich die Intervalle noch ein bisschen höher einstellen werde. Jetzt sind nur noch 280 Differenz. Erstmal wäre es ja wichtig, dass wir mit der Plus machen, mit der Linie. Und dann verbinden wir das dann noch mit dem Gymnasium. Das mache ich dann gleich mal wahrscheinlich noch. Ja, also das lohnt sich noch nicht. Ich werde die Intervalle noch anders einstellen müssen. Achte. Ich hätte wahrscheinlich schon erstmal eine U-Bahn ausgereicht, keine Ahnung. Ich könnte natürlich dann auch einfach bessere Haltestellen bauen, dass die nicht so schnell unzufrieden werden. Ne? Aber das sollte ich vielleicht von Anfang an immer schon machen, dass ich nicht immer gleich das Billigste baue. Wurde mir auch gesagt, macht ja auch Sinn, wenn die Haltestellen besser sind, dann bleiben die länger auch Leute auch länger dort warten. Und dementsprechend kann ich die Intervalle dann einfach ein bisschen anders nochmal einstellen. Ja, aber so passt das noch nicht. Ich werde das mal noch ein bisschen höher machen, Intervalle, aber nicht sehr viel höher. Machen wir mal alle 4 Stunden 30 Minuten. 6 Uhr, 7 Uhr. Das ist 6 Uhr, die Bahn will ich eigentlich gar nicht da haben. Machen wir mal Startzeit um 10. Oder? Ja, machen wir um 10. Da fährt jetzt 7 Uhr eine, 10 Uhr eine, 14.30, 17 Uhr und 19 Uhr nochmal eine. Und 0 Uhr fährt eine. Das gefällt mir schon mal besser. Okay, lassen wir mal so. Man muss halt das jetzt trotzdem erstmal ein bisschen beobachten, ne? Vor allem, weil wir gerade nicht mehr so viel Geld haben. Wie läuft denn eigentlich die Buslinie? Linie 1 machen wir plus. Nicht schlecht. Linie 2 machen wir leider minus. Schade, aber da fehlt nicht mehr viel. Aber ich glaube, ich habe da auch blöd gebaut. Ich habe mir das da mit dem Bus viel zu kompliziert gemacht. Das sehe ich auch so. Aber jetzt warten sie schon zu lange. Hm? Dann müssen wir mal gucken. Schauen wir mal, wann jetzt die erste losfährt. Aber wir machen ja dann trotzdem mehr Geld. Ich meine, auch unzufriedene Kunden bezahlen. Es kann ja höchstens nur sein, dass sie irgendwann dann nicht mehr mit der U-Bahn fahren wollen. Das kann ja gut passieren, aber ja. Müssen wir dann die Haltestellen mal austauschen. So. So, wann fährt jetzt fährt sie los? Jetzt gucken wir einfach mal. 4 Leute. 5, also sind schon wieder ein paar weg. Das ist die 0 Uhr gewesen, ne? Hätte ich vielleicht 22 Uhr noch meine losschicken sollen, aber das müsste ich ja erstmal jetzt eigentlich wieder beobachten, ne? So, und die dreht jetzt auch direkt wieder um. Ja, wir müssen das jetzt mal tagsüber noch beobachten. Ob das da jetzt effektiver ist. Das werde ich, so lange werde ich die Folge jetzt auch noch machen. Dass wir das wenigstens so halbwegs noch abgeschlossen haben, dass wir nächste Folge dann direkt weiter ausbauen können. Weil ich würde gerne das noch mit dem Gymnasium. Das wird zu teuer, glaube ich, das jetzt zu machen. Wir können das mal gucken, dass wir einen Kredit aufnehmen, aber. Ja, ich weiß nicht. Kredit aufnehmen. Bin ich irgendwie. Habe ich ein bisschen Angst davor, dass das dann nach hinten losgeht. Wie sieht es denn aus jetzt? Ja, wir warten jetzt mal, bis Tag wird. So, jetzt wird es gleich früh. Hier stehen auch ein paar Leute, aber nicht viele. 7 Uhr kommen die erste. Also in 2 Stunden. Ja, so sieht man leider nicht so viel. Also so ist zumindest angenehmer zum Beobachten. Ja, jetzt sind sie alle wieder, haben sich also alle wieder weggegangen. Scheiße. Ach, das gibt's doch gar nicht. Aber wir machen auf jeden Fall nicht viel Minus oder so. Aber ich würde ja schon gern Plus machen. Ja, da sollte wahrscheinlich 6 Uhr eine kommen. Da würde ich aber das, Moment, geht da schnell. Mach ich Berufsverkehr, stelle ich auf 6 Uhr ein. So, jetzt werde ich schon 6 Uhr los. Und demnächst kommt dann 10 Uhr. Ich lasse das erstmal so.
Jetzt stehen da wieder übelst viele, aber die kommen ja auch immer unterschiedlich. Jetzt stehen hier 7 Leute, 10 Uhr. Jetzt fährt die los. Okay, ja, die müsste die eigentlich mit einsammeln und die sind noch nicht unzufrieden. Also die müsste sich jetzt lohnen. 4 Stück. Anders hier ausgestiegen. 4 Stück, jetzt müsste die aber die gleiche einsammeln. Okay, das passt. 11 Stück sind jetzt drinne. 13. Da sind wieder einige rausgestiegen. Aber so gefällt mir das schon ein bisschen besser. So weiter sollte ich die Intervalle nicht machen, außer ich habe vor, die Haltestellen noch zu verbessern. Man wurde ja gesagt, man kann die upgraden, ne? Stand in Comments drin, ne? Vergiss das Anzeigenobjektinfo. Namen bearbeiten, kann man auf Objekt zentrieren. Muss ich das über die Bauoptionen machen? Haltestellen. Man wurde gesagt, ich muss gut zielen. Bars, U-Bahn, U-Bahn-Station mit Fahrsteinautomat, Fahrplan und besserer Beleuchtung. Oh yay, pju. Ich dachte, ich kann das jetzt einfach drüber ziehen hier. Nicht genügend Platz zum Bauen, also das geht nicht. Okay, dann muss ich mir das nochmal angucken, wie man upgradet. Also es hieß, ich müsste gut zielen, dann ginge das. Dann muss das direkt übereinander sein, aber es ist da eigentlich direkt übereinander, oder? So wird es gehen. Aber dann sind da zwei Haltestellen, oder? Sind da eine zwei Haltestellen? Jetzt haben wir da zwei Haltestellen, das ist bescheuert. Da reiße ich die eine wieder ab. Es muss aber eine Möglichkeit geben, auch zum Upgraden. Das hatte einer in die Comments geschrieben und hat gemeint, ich soll gut zielen. Ich habe aber irgendwie vergessen, was da noch da stand. Mist. Okay, planiere ich das andere Ding mal weg. Boah. Ich gucke dann gleich mal noch, was das jetzt... Oh, kann ich jetzt nicht wegmachen? Oh nee, dann planiert er alles weg, hä? Ah doch, sehr gut, hat funktioniert. So, ich schaue jetzt nochmal, was das jetzt an Einnahmen bringt. Ja, mal gucken. Müssen wir halt abwarten, ey. Müssen wir abwarten, weil die Woche ist ja noch nicht vorbei und ich habe das jetzt erst so eingerichtet. Also vielleicht wird das ja auf lange Zeit noch was. Okay, da würde ich sagen, dann machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Wir haben immer eine U-Bahn-Linie gebaut. Ich habe zwar jetzt kaum noch Geld. Müssen wir mal schauen, nur falls muss ich einen Kredit aufnehmen oder so. Ja. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschö.